Leute, was läuft? Ihr seht hier Niklas Sommer im Spiel und den werden wir heute zum besten Rechtsverteidiger der Welt machen. Es lohnt sich heute dran zu bleiben, denn wir werden viele verschiedene Vereine hier sehen. Erstmal eine kleine Vertragsverlängerung, auch wenn wir vielleicht direkt schon in der nächsten Saison den Verein wechseln werden. Und damit wir natürlich auch Stamm spielen, was wir ihm hier versprochen haben und damit unser Potenzial natürlich auch nicht runtergeht, werden wir den anderen Rechtsverteidiger hier freigeben und auch diesen Spieler, damit da wirklich gar nichts schief geht. Erstes kleines Zwischenfazit, wir sind Erster in der Liga, richtig gut und der Ballon d'Or-Sieger ist Lewandowski. Das werden wir nicht mehr schaffen als Rechtsverteidiger. Wir können direkt mal gucken. Wir sind auf eine 65 hochgegangen. Aber falls ihr sehen wollt, dass ich den vielleicht mal auf die Stürmerposition umtrainiere und dann ein Team mache, wo ich nur Leute verpflichte, die Niklas, Wilson oder Sommer heißen, dann lasst auf jeden Fall Supporter, Daumen nach oben, falls ihr mehr davon sehen wollt. Und auch den Kanal abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Auch zum Beispiel so Spielervideos wie zum Beispiel Adeyemi, was wir letztens gemacht haben. Bisschen zu viele Beispiele. Wir gehen in den Entwicklungsplan. Ich überlege, ob ich den jetzt zum rechten Mittelfeld noch umtrainiere. Soll. Und ich werde das Ganze machen. Am Anfang hat es nur 4 Wochen gedauert, jetzt 11 Wochen. Aber rechtes Mittelfeld ist einfach viel, viel interessanter, damit wir auch mehr machen wie Tore und Vorlagen. Mai 2022, wir gucken direkt, sind wir aufgestiegen? Ja, wir sind als Erster aufgestiegen. Damit werden wir nächste Saison mindestens zweite Liga spielen. Wir sind auf einer 65 geblieben. Liegt vielleicht ein bisschen daran, dass wir hier rechtes Mittelfeld umtrainiert haben. Da gehen wir direkt hin. Vielleicht gehen wir sogar noch ein bisschen hoch. Gutes Tempo haben wir auf jeden Fall. Von einer 65 gehen wir auf eine 66 hoch. Kann man machen. 66er, da sollten wir auf der rechten Seite spielen. Ja, okay, der hat sich natürlich auch verbessert. Der ist jetzt ein 67er. Aber ist normalerweise Mittelstürmer. Komm, dann tauschen wir das Ganze. Und jetzt haben wir natürlich keinen richtigen Rechtsverteidiger mehr. Aber wir gucken uns lieber unsere Statistiken an. Ich bin noch am Überlegen, ob wir hier bleiben sollen oder ob wir direkt zu einem anderen Club sollen. 34 Einsätze, leider 0 Tore, aber 4 Vorlagen ist stark für einen Rechtsverteidiger. Warum bekommt Sommer eine neue Rolle? Weil es einfach viel interessanter ist im rechten Mittelfeld. Und eine Sache, die wir auch immer bei diesen Karrieresimulationen machen, ist, noch einen Jugendspieler zu verpflichten und den zu verfolgen. Konstantin Krause, 69er Gesamtstärke, richtig gutes Potenzial, der wird extrem abgehen. Gottschling haben wir jetzt zurückgeholt, damit wir da wieder einen vernünftigen Rechtsverteidiger haben. Und für die Entwicklung ist es jetzt das Beste, wenn wir erstmal hier bleiben. Deswegen setzen wir uns noch nicht auf die Transferphase, aber nächste Saison werden wir ganz, ganz sicher wechseln. Mai 2023, wir sind am Ende der Saison angelangt, sind hier auf dem 17. Platz, steigen damit leider wieder direkt ab. Aber wir könnten in der zweiten Liga bleiben, denn wir werden natürlich gleich wechseln. Wir gucken mal, 68er Gesamtstärke plus 2 in dieser Saison. Nicht der Mega-Wachstum, aber schon einer der besten in der Mannschaft hier. Krause um 3 Punkte gestiegen. Wir haben diesmal 3 Tore gemacht und 4 Vorlagen, also schon mal besser als letzte Saison. Und wir haben sogar schon Angebote gehabt. Die können wir uns aber jetzt nicht mehr angucken. Aber wenn wir uns hier auf die Transferliste setzen, dann sollten wir die jetzt hier sehen. Ja, von Rapid Wien haben wir ein Angebot. Mal schauen, was noch für Angebote reinkommen, die wir dann noch annehmen können. Krause übrigens hier mit 20 Scorern. Also die beiden könnten später was für die Nationalelf werden. Facegame geht jetzt erstmal aus, denn das dauert hier ein paar Stunden, das Video aufzunehmen. Lasst Support da. Jetzt sehen wir uns bei den Transferangeboten. Aber kleine Sache noch davor. DFB-Pokal haben wir letzte Saison nicht gezeigt, aber wenn wir so früh rausfliegen, ist das jetzt auch nicht extrem interessant. Da sind direkt die ersten beiden Transferangebote. Basel wäre vielleicht ganz interessant, aber ich würde schon gerne in der zweiten Bundesliga bleiben. Deswegen kommt auch der nächste Club hier nicht in Frage. West Bromwich, da werden die Spieler so ein bisschen zu gut sein. Deswegen lohnt es sich da auch nicht hinzugehen. Und wir sind schon fast am Deadline Day. Wir haben jetzt alles abgelehnt, waren sehr, sehr wählerisch. Ich würde sagen, Las Palmas, wahrscheinlich auch spanische zweite Liga, werden wir jetzt annehmen. Vielleicht haben wir uns damit auch ein bisschen verpokert, aber es geht ja auch darum, hier neue Ligen zu entdecken, verschiedene Clubs zu haben und uns natürlich vor allem zu entwickeln. 68er Gesamtstärke, mal schauen, wo wir am Ende dann stehen. Wir sehen direkt schon, unser Potenzial ist jetzt nicht monstermäßig durch die Decke geschossen in der letzten Saison. Wir sind direkt wieder am Ende der Saison und ihr seht, hier ist ein Pokalspiel, das ist sehr, sehr wahrscheinlich das Aufstiegsspiel, beziehungsweise das Playoffspiel. Wir sind in der Startelf, 69er Gesamtstärke, damit haben wir unser Anfangspotenzial von 68 schon direkt durchgebrochen bzw. übertroffen und jetzt hoffen wir, dass wir das Ding hier noch irgendwie drehen können und mit unserer Mannschaft nochmal aufsteigen. Können wir aber leider nicht machen. Schade, wäre direkt unser zweiter Aufstieg in der Karriere gewesen. Rating habt ihr ja direkt schon gesehen, 69. Wir gucken mal, wie viele Statistiken wir haben bzw. wie viele Scorer. Wir haben ein Tor und 2 Vorlagen, gehen damit natürlich wieder deutlich runter, aber 43 Spiele gemacht und es wird kein Spiel mehr dazukommen, denn wir werden gleich direkt wieder wechseln.
denn bei einem Wechsel, da kann sich auch das Potenzial nochmal verändern. Pokal finde ich jetzt nicht so wichtig, ich zeige es trotzdem nochmal ganz, ganz schnell. Mannheim leider nicht direkt wieder aufgestiegen, obwohl wir da noch ein paar Spieler dazugeholt haben. Und der Konstantin Krause, der spielt auch noch hier als 79er. Erstes Transferangebot ist da, aber wie gesagt, das Ziel ist wieder in die zweite Liga zu wechseln. Und deswegen lehnen wir auch die nächsten beiden Angebote ab. Und hier sehen wir erstmal, dass der Krause ein Angebot bekommen hat. 60 Millionen Southampton. Interessante Sache, aber wir gucken natürlich eher auf uns. Und wir gehen schon langsam Richtung Transferende und jetzt kommt nochmal ein Angebot vom FC Basel rein. Und wenn die uns unbedingt haben wollen, dann werden wir jetzt dahin gehen. Hier sehen wir nochmal das Ganze. Jetzt hier die Nummer 18. Wir machen uns hier direkt wieder zum Stammspieler. Haben 5 Sterne, 5 Sterne, aber irgendwie soll es noch nicht so richtig sein. Wir schießen mit dem Potenzial und mit unserer Gesamtstärke noch nicht in die Höhe. Deswegen werde ich eine Sache hier einstellen. Nicht das Potenzial oder so, das bleibt gleich, sondern nur das Alter. Wir machen einfach mal die Rückennummer, sind jetzt wieder 18 Jahre alt. Damit sollten wir nächste Saison dann ein bisschen mehr Chancen haben auf mehr Potenzial. Und wir haben jetzt erstmal hier die Chance, in der Europa League zu spielen. Und das Ganze schaffen wir auch. Wir spielen international. Alleine deswegen hat es sich schon gelohnt, hierher zu kommen. Wir sind aber leider direkt rausgeflogen. Ligamäßig sieht es jetzt auch nicht perfekt aus. Gucken, ob zumindest am Ende unsere Leistung stimmt. Wir sind ja hier noch in der Conference League vertreten. Da können wir auch mal gucken, wie weit wir da kommen. Leider sind wir direkt gegen Genk rausgeflogen. Sind jetzt auch direkt schon am Ende der Saison und wir werden noch Vierter. Zumindest noch mal ein bisschen hochgeklettert. Und ich meine, wir wollen sowas mal sehen. So ein kleines Bild, wo Niklas Sommer dann steht. Wir gucken erstmal, sind wir überhaupt hochgegangen? Ja, um eine Gesamtstärke sind wir hochgegangen auf die 70. Wir haben aber leider nur 14 Spiele gemacht und nur ein Tor dabei geschossen. Es läuft also noch nicht so komplett, wie es laufen sollte. Aber dafür finden wir Lösungen in der nächsten Saison. Und dieses Mal werden wir gar nicht lange überlegen. Das ist, glaube ich, ein Club aus der Championship, also aus der zweiten englischen Liga. Wir nehmen es direkt an. Wir sind hier beim neuen Club. Ich weiß noch gar nicht, in welcher Liga die aktuell spielen. Da gucken wir direkt mal rein. Wir sind hier noch in der Championship. Genau das wollten wir und wir wollen natürlich jetzt richtig Entwicklung, deswegen habe ich jetzt nochmal 10 Potenzialpunkte draufgepackt, denn irgendwie funktioniert das mit dem dynamischen Potenzial gerade nicht so gut und auch das Alter hat nichts gebracht. Gut, letzte Saison haben wir natürlich auch nicht so viel gespielt, aber davor war ja genau das gleiche Problem. Jetzt noch Trainingsplan drauf und dann sollten wir mit dieser Saison wieder einen richtigen Aufwärtstrend starten. Wir haben mittlerweile 5 Jahre die Karriere simuliert. In dieser Liga haben wir natürlich richtig viele Spiele gehabt. Da ist auch ganz egal, dass wir hier nur auf dem 12. gelandet sind. Wir gucken direkt mal auf unser Rating und das ist auf eine 74 hochgegangen. Genauso wollten wir das sehen. Diese Saison haben wir auch ein bisschen die Schusswerte hier hochbekommen. Und in dieser Saison 48 Spiele. Also seht ihr schon, Pokal sind wir nicht so weit gekommen. Und 10 Scorer insgesamt, 5 Tore, 5 Vorlagen. Es geht bergauf. Ich freue mich auf die nächste Saison, wo wir erstmal bei diesem Club bleiben. Denn 48 Spiele zu machen, das ist einfach gerade perfekt für uns in dieser Situation. Wir sind jetzt fast am Ende der Saison. Ihr seht, wir haben wieder ein Aufstiegsspiel. Ihr seht jetzt auch hier die Gesamtstärke 78 und wir hoffen, wir steigen jetzt auch auf, wenn wir den Club jetzt hier gleich verlassen. Naja, wir tun schon wieder nicht, schon wieder ein Aufstiegs-Playoff-Spiel hier verloren. Sonst wären wir einfach dreimal aufgestiegen. Bittere Sache, erste Liga ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, Premier League, je nachdem welcher Verein. 78er Gesamtstärke, wir gucken uns direkt die Statistiken an. 4 Tore, 5 Vorlagen, 47 Spiele. Wir sind auf dem Weg zu einem Weltklasse-Spieler. Und wir haben auch direkt Angebote. Packen uns hier erstmal auf die Transferliste, damit wir die Angebote sehen. Ja, Fulham, Southampton, wo der Krause hingewechselt ist. Aber wo der nicht mehr spielt. Der spielt jetzt hier bei Juve mit einer 89er Gesamtstärke. Und wir gucken mal, wo wir in der nächsten Saison spielen. Erstes Transferangebot ist da. Aber ich glaube, wir können zu einem Club wechseln, den wir dann auch selber kennen. Bundesliga wäre was Gutes. Oder Ajax Amsterdam, obwohl wir da natürlich nicht wissen, wie da die anderen Spieler und so sind. Deswegen warten wir lieber nochmal auf Bundesliga. Und wir haben den ersten deutschen Club. Das ist Hamburg. Da weiß ich nicht ganz genau, ob die in der ersten Liga spielen. Ich will auch nicht direkt nachgucken. Wir lehnen erstmal ab. Vielleicht bekommen wir noch andere Angebote. So, Fulham. Nächstes Angebot. Aber wir wollen jetzt unbedingt in die Bundesliga. So ein Angebot wie zum Beispiel jetzt hier Eindhoven, das würden wir erst komplett am Ende der Transferphase annehmen. Und ich muss sagen, es macht Spaß, die ganzen Angebote zu sehen. AC Mailand werden wir aber auch alles ablehnen. Wir wollen unbedingt in die Bundesliga. 2 Wochenende dafür noch Zeit. Wir sind jetzt am Deadline Day. Ihr seht hier richtig krasse Transfers. Das wird bei uns vielleicht später auch noch passieren, aber jetzt müssen wir uns erstmal mit diesem Angebot hier begnügen. Ich habe sogar extra normal nachverhandeln lassen, aber ich glaube, wir haben uns ein bisschen verpokert. Hamburg, der einzige deutsche Verein, der angeklopft hat und wir wollen natürlich jetzt nicht hier bleiben, deswegen werde ich das von Benfica jetzt annehmen. Wir sind jetzt hier bei Benfica. Ich glaube, nächste Saison müssen wir es so machen, dass wir einfach das erste Angebot annehmen, egal welcher Verein es ist. Aber ich muss sagen, Benfica gefällt mir schon, denn hier haben wir die Chance, vielleicht sogar Champions League zu spielen. Ja, und das ist sogar wirklich so. Wir spielen
spielen gegen Bayern München in der Gruppenphase und auch noch gegen Atletico Madrid. Die Gruppe überstehen wir aber leider nicht, aber Europa League ist auch ganz gut. Vierter Platz in der Liga, da ist noch alles drin. Wir schauen mal, ob wir die 80 geknackt haben. Haben wir geknackt, 80er Gesamtstärke. Und wir haben sogar geschafft ins Europa League Finale gegen Everton. Davor gucken wir uns aber noch alles andere an, aber wir könnten gleich einfach Europa League Sieger werden. Das wäre zu dem Zeitpunkt in der Karriere richtig heftig. In der Liga werden wir Meister. Pokal holen wir uns auch. Wir könnten einfach einen Triple holen. Wir sind auf der 80er Gesamtstärke geblieben und unsere Statistiken sehen richtig gut aus. 10 Vorlagen, richtig stark, und 5 Tore, 49 Einsätze. Sogar in der Champions League 4 Vorlagen. In der Europa League auch 4 Vorlagen und ein Tor. Unsere beste Saison, würde ich sagen. Und die können wir jetzt abschließen mit einem Europa League Titel. Aber Everton mit einer richtig guten Mannschaft. Wir hoffen, wir können irgendwie dagegen halten. Können wir leider nicht. Wir verlieren das Finale 4:1. Aber Sommer macht im Finale einfach ein Tor. Ist natürlich bitter, dass wir hier verlieren, aber Sommer im Finale ein Tor, das kann man auch mal machen. Wir sind noch nicht mal auf der Transferliste und das erste Angebot kommt direkt schon rein von Atalanta Bergamo. Das werde ich jetzt noch nicht annehmen, aber das nächste, wenn wir hier auf der Transferliste sind, werde ich direkt annehmen. Und für uns geht es jetzt hier nach Frankreich. 34 Millionen, nochmal eine Saison französische Liga. Und danach muss es dann auch klappen mit der Bundesliga. Aber warte mal, das Ganze ist hier gescheitert und jetzt haben wir ein Angebot von Hoffenheim. Ich glaube, die Kader sind jetzt, ich habe es nicht mit Absicht gemacht, keine Angst, aber ich glaube, die Kader sind jetzt hier nicht mehr voll. Deswegen ist das Ganze nicht durchgegangen, genauso ist es, das passiert öfter. Aber ja, perfekt, wir wechseln dann damit in die Bundesliga. Wir sind jetzt endlich angekommen in der Bundesliga bei Hoffenheim. Und ich bin da jetzt nicht so extrem drinne. Vielleicht haben die auch eine Rivalität, also Waldhof Mannheim und Hoffenheim. Aber im Endeffekt haben wir ja gemacht, wir mussten das erste Angebot annehmen und Hauptsache erstmal Bundesliga. Und in der neuen Saison am Potenzial habe ich selber jetzt nichts gemacht, sehen wir nur noch 5 Wochen bis zur 81er Gesamtstärke. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Schießen müssen wir wieder ein bisschen weiter hochbringen. Also nehmt das mit den Vereinen und so weiter nicht zu ernst. Im Endeffekt wollen wir einfach nur unsere eigene Karriere hier gerade voranbringen und da ist natürlich Bundesliga und Hoffenheim als erster Club natürlich unser erstes Ziel dann auch. Und auch hier spielen wir wieder Champions League. Sogar mit Liverpool in der Gruppe, wo wir sogar ein Spiel gewinnen. Und wir kommen sogar als erster in der Gruppe mit Juve und Liverpool weiter. Es hat sich wieder absolut gelohnt. Wir haben richtig Glück jetzt hier mit den Clubs. Leider im DFB-Pokal sind wir direkt rausgeflogen gegen Bayern München. In der Liga sollte noch alles offen sein. Gucken wir erstmal, wer unser Achtelfinalgegner ist. Marseille. Das ist, würde ich sagen, auch machbar. Aber das Rückspiel verlieren wir 2:0 und auch das Hinspiel verlieren wir 1:0. Bittere Sache. Ich hätte gedacht, dass wir da vielleicht eine Chance haben. Aber ja, Champions League Achtelfinale ist auch schon wieder ein Erfolg. Wir springen zum Ende der Saison. Da landen wir auf dem 7. Platz. Aber es geht natürlich um uns und wir landen auf einer 82er Gesamtstärke. Wir machen 41 Spiele, 3 Tore, 4 Vorlagen. In der Champions League sogar auch einmal getroffen. Direkt zur neuen Saison. Neues Transferangebot, das kommt von Chelsea. Ich glaube, das kommt aber auch ein bisschen zu früh. Aber ich glaube, Everton, gegen die haben wir ja schon mal im Finale gespielt. Die wären ganz interessant. Überlegen wir gar nicht so lange. Das nehmen wir an. Und hier sind wir in einer richtig starken Mannschaft am Start. Deswegen werde ich jetzt auf diese Formation zurückgreifen. Bailey dann am besten zum rechten Flügel umtrainieren. Und leider ist das dynamische Potenzial nicht so auf unserer Seite. Deswegen geben wir ihm jetzt einfach mal einen 89er Potenzial. Da geht das Ganze dann schon ein bisschen schneller, aber natürlich auch nicht von alleine. Wir sind am Ende der Saison, Pokale und so weiter waren wir nicht drin. 2030, ich weiß nicht, ob wir in dieser Mannschaft gespielt haben, aber wenn, dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt. 2. Platz in der Premier League. Natürlich, wir wussten schon von Anfang an, wir haben ein richtig gutes Team, aber ist das auch das Beste für unsere Entwicklung. Jetzt holen wir hier fast die Premier League noch. Wir gehen auf eine 84 hoch, machen 20 Spiele. Das geht natürlich viel, viel besser, aber immerhin 20 Spiele bei diesem Club. 2. der Premier League. 1 Tor, 3 Vorlagen. So extrem zufrieden mit der Saison können wir natürlich nicht sein. Aber war ein schönes Abenteuer hier in England. Wir werden natürlich direkt jetzt zu unserem nächsten Verein wechseln. Und jetzt will uns Hoffenheim einfach schon wieder, aber nochmal werden wir das nicht machen. Wir sind mittlerweile auch auf die 85 hochgegangen. Rom und Brentford müssen auch nicht unbedingt sein. Und jetzt haben wir hier ein Angebot von Paris und das muss ich annehmen. Da haben wir richtig gute Chancen auf die Champions League. Spielen einfach wahrscheinlich mit Mbappé zusammen. Donnarumma im Tor. Wir nehmen das Ganze an. So sieht hier die Mannschaft aus. Unser stärkster Konkurrent ist hier Trincao bzw. auch Cherki. Den werde ich, denke ich mal, auf die linke Seite trainieren.
trainieren. Und gegen Trincao müssen wir uns dann einfach durchsetzen. Champions League fliegen wir leider raus gegen City im Viertelfinale. Verlieren das Pokalfinale. Werden aber natürlich französischer Meister. Unser nächster Meistertitel. 85 Punkte. Wir sollten nicht mehr auf der 85er Gesamtstärke sein. Genau so ist es. 86er damit nochmal eine Gesamtstärke verbessert. Lag aber auch bestimmt daran, dass der Trincao auch ordentlich Spielzeit bekommen hat. Donnarumma hier gerade verletzt. Wir haben 31 Spiele gemacht. Das ist noch ziemlich ordentlich. Leider nur ein Tor. Schauen wir mal, ob wir das besser hinbekommen in der nächsten Saison bei wieder einem neuen Verein. Erstes Angebot aus der Premier League. Werden wir nicht annehmen. Aber dafür das nächste Angebot von Juventus Turin. Und da müssen wir direkt nochmal gucken, ob der Konstantin Krause noch da spielt. Und ja, mit einer 95er Gesamtstärke spielt er noch da. Deswegen werden wir zu Juve gehen. Wir müssen hier wieder ordentlich tricksen mit der Formation, damit wir spielen. Denn hier ist Kulusevski mit einer 89. Aber mit einem 95er Stürmer, der mittlerweile besser ist als Mbappé, denn der ist mit 32 Jahren schon runtergegangen, haben wir, würde ich sagen, gute Chancen auf internationale Titel. Wir sind aber leider in der Champions League, ihr seht es, nur Dritter in der Gruppe gewesen. Deswegen müssen wir jetzt hier Europa League spielen. Hier kommen wir nochmal weiter gegen Hoffenheim und direkt der nächste deutsche Verein. Werden wir nochmal die Chance bekommen auf das Finale. Wir bekommen nochmal die Chance und nochmal ein deutscher Verein. Davor gucken wir uns noch die anderen Wettbewerbe hier an. Hier sind wir im Viertelfinale gescheitert. Supercoppa haben wir gewonnen im Elfmeterschießen. Das war ja nur ein Spiel. Und hier in der Liga sind wir nur Zweiter geworden. Atalanta Bergamo holt sich hier den Titel und jetzt gehen wir in die Europa League. Beziehungsweise ich würde sagen, wir gucken uns davor noch die Statistiken an. Wir sind auf eine 87 hoch. Kulusevski leider verletzt. Vielleicht war das aber auch gut für uns. 44 Spiele, 2 Tore, 5 Vorlagen. Oder Hauptsache ist jetzt erstmal, dass wir nicht zum zweiten Mal das Europa League Finale hier verlieren. Wir ändern mal lieber die Formation und hoffen, dass es gut geht hier mit dem Titel. Und es geht gut. Wir gewinnen die Europa League. Und auch bei unserem nächsten Verein wollen wir natürlich Titel holen. Manchester United habe ich jetzt mal abgelehnt, ist es perfekt. Wir wollen nochmal in die Bundesliga. Der FC Bayern München holt sich Niklas Willi Sommer. Und hier wird es auch dringend Zeit für Upgrades. Coman nur noch auf der 80er Gesamtstärke. Gnabry zum Beispiel nur auf der 74. Aber hier müssen wir uns zumindest diese Saison keine Sorgen machen, dass wir spielen. Jetzt erstmal Supercup gegen den Ex-Club, wo wir im Elfmeterschießen gewinnen und wo wir den entscheidenden Elfmeter reinmachen. Und davor auch im Spiel machen wir den Elfmeter rein. Perfekter Einstieg hier bei Bayern München. Wir sind am Ende der Saison. Wir sehen, wir haben nicht den DFB-Pokal gewonnen. Auch die Liga haben wir hier nicht gewonnen. Und auch in der Champions League sind wir im Achtelfinale direkt rausgeflogen. Also ligamäßig bzw. clubmäßig eine sehr, sehr enttäuschende Saison. Wir sind aber auf die 89 gegangen. Sind damit mit dem Herrera. Ich glaube, das ist der Suarez oder Cavani. Region. Ich denke mal Suarez. Also kommt er aus Uruguay. Also ich bin mir sehr sicher, dass der Suarez ist. Und zusammen dann noch mit Davies, der beste Spieler. 43 Spiele, 8 Tore, 6 Vorlagen. Das kann sich sehen lassen. Wieder ein Tor gemacht in der Champions League. Es wird Zeit, dass wir in der nächsten Saison die 90er Gesamtstärke knacken. Und wie immer wechseln wir direkt nach der Saison den Verein. Vor allem natürlich, weil es hier bei Bayern nicht so erfolgreich war und ein paar Spieler noch weggegangen sind. Angebot von Barcelona, ein Tauschangebot. Ich würde sagen, da machen wir einfach mal einen akzeptablen Transferpreis. Komm, 147 Millionen. Wenn das sich Barca leisten kann, dann gehen wir zu Barca. Okay, Barca, finanziell einfach der schlauste Club. 161 Millionen werden wir annehmen. Spanische erste Liga, willkommen. Und wir sind ja richtig gut jetzt von der Gesamtstärke. Das heißt, wir können auch der Nationalmannschaft helfen. Also nicht hier bei Bayern, sondern gleich bei Barcelona. Denn im nächsten Jahr ist ja da die WM. Aber dass wir hier der Top-Transfer sind, das gucken wir uns nochmal ganz schnell an. So sieht das Ganze jetzt bei Barcelona aus. 17 Wochen bis zur nächsten Gesamtstärke. Wir haben nichts am Potenzial verändert. Sieht gut aus für die Saison. Ballon d'Or gucke ich mir auch die ganze Zeit an, wer das wird. Ob das vielleicht der Krause wird oder wir selber. Aber ja, da steht meistens Mbappé da. Oder hier Haaland, der zu unserem Konkurrenten zu Real Madrid gewechselt ist. Und wir sehen jetzt hier, dass wir die 90er Gesamtstärke geknackt haben. Also sehr, sehr gute Nachricht für uns selbst. Und wie das Ganze mit den Pokalen aussieht und der Meisterschaft, das gucken wir am Ende der Saison. Meister werden wir schon mal nicht. In der Champions League Gruppe wieder Lokomotiv Moskau, die 0 Punkte holen und ja, wir sind leider nur Dritter geworden. Extrem bitter. Marseille versaut uns das wieder. Ja, und selbst die Europa League gewinnen wir hier nicht. Da fliegen wir gegen Inter Mailand raus. Copa de España auch nur Achtelfinale. Also auch wieder eine Saison zum kompletten Vergessen. Auch hier das Finale verloren. Also clubmäßig läuft es nicht mehr so. Mit unserer Gesamtstärke sollte das aber laufen. Vielleicht sind wir sogar nochmal um 1 hochgegangen. Sind Trainer des Monats. Obwohl wir einfach gar nichts gewonnen haben. Wir gucken direkt mal unser Rating an. Wir sind auf eine 91 hochgegangen. Und die 92 könnten wir in der nächsten Saison knacken. Sind damit
damit jetzt der beste Spieler bei Barcelona und haben auch richtig heftige Statistiken. 16 Tore und 10 Vorlagen. Das ist ja quasi unsere Durchbruchssaison hier mit den Scorern. Davor hatten wir immer nur 4, 5. Aber jetzt bei beiden Sachen über 10. Klubmäßig läuft es nicht so, aber für uns selber läuft es richtig gut. Jetzt müssen wir nur noch den perfekten Club finden, wo wir auch Titel gewinnen. Aber wir müssen natürlich noch die WM spielen. Da sind wir direkt schon im Viertelfinale gegen Mexiko. Wir sind natürlich in der Startelf. Der automatische Trainer hat uns aber nicht in die Startelf gepackt. Wir hoffen, dass wir jetzt hier weiterkommen. Und das machen wir auch. Wird's mit einem Dreierpack. Halbfinale gegen Argentinien. Was wir aber leider in der Verlängerung verlieren. Sommer macht ein Tor, aber ja, sehr bitter. Warum eigentlich jedes Mal, wenn wir ein Tor machen, fliegen wir raus oder verlieren ein Finale? Paris will uns wieder zurückhaben, aber wir waren ja schon bei denen. Deswegen lehnen wir das ab. Wir sind am Deadline Day. Wir hatten nochmal Angebote von Everton und auch von Real Madrid, die wir nicht angenommen haben. Jetzt müssen wir aber Tottenham annehmen. Aber die Mannschaft, die vorletzte Mannschaft, die wir heute in dieser Folge haben, sieht stabil aus. Mal schauen, ob das reicht für Titel. Also Champions League wird schon mal nichts, denn wir sind hier nur in der Europa League. Wir sehen hier tolle Leistungen von Niklas Sommer. Wir sind hier am Ballon d'Or Tag. Ich dachte schon, den bekommen wir, aber den bekommt Krause. Noch eine halbwegs gute Nachricht hier. Aber vielleicht holen wir uns die letzte Chance nächsten Dezember. Da haben wir nochmal eine Chance, den Ballon d'Or zu bekommen, denn wir machen hier 12 Ligatore. Was geht jetzt mit unseren Statistiken ab? Wir sind auf dem zweiten Platz in der Liga, da ist noch alles drin. Ich würde sagen, das Video geht schon viel zu lange, wir springen wieder direkt zum Ende. Und wir holen uns einen Titel im Pokal. In der Liga gucken wir davor noch, sind wir nur auf dem vierten jetzt gelandet. Ich glaube, es ist der FA Cup, den wir uns geholt haben. Genau so ist es. Wir holen mit Tottenham hier einen Titel. Carabao Cup sind wir hier in Runde 3. Ich glaube, das ist unsere erste Runde. Direkt gescheitert. Europa League haben wir nicht gewonnen. Da sind wir ins Halbfinale gekommen. Wir machen 19 Tore. Genauso viele wie Havertz. Wir gucken unser Rating an. Geht auf eine 94 hoch. Nächste Saison könnten wir der beste Spieler der Welt hier sein. Das ist ja auch dann die letzte Saison. Einer der besten der Welt. Ich muss sagen, das Potenzial habe ich wieder ein bisschen angepasst für die letzten zwei Saisons. Und wir gucken uns jetzt die Statistiken an. 26 Tore und 14 Vorlagen. Also meiste Tore sollten wir haben. Ja, und auch meiste Vorlagen. Bester Spieler bei Tottenham. Nochmal richtig stark. Jetzt gehen wir in die letzte Saison und da werden wir natürlich nochmal einen neuen Verein finden. Spieler des Monats werden wir hier leider nicht. Und jetzt haben wir hier direkt ein Angebot von Liverpool. 300 Millionen bieten die für uns. Wir waren in allen Ligen, deswegen ist eigentlich egal, wo wir hingehen. Wir hoffen einfach, dass Liverpool eine gute Mannschaft hier hat und nehmen das Ganze hier an. Während Paris schon wieder für uns bietet, können die es mal irgendwann lassen und uns in Ruhe machen. Ich glaube, wir blocken die mal bei WhatsApp. Erster Eindruck der Mannschaft sieht ganz gut aus, aber der Torwart nur auf der 80er Gesamtstärke, vielleicht haben wir da noch eine bessere. Nee, Dest ist hier wieder vereint. Müssen wir auf jeden Fall ordentlich was machen an der Mannschaft. Und ich habe hier nochmal alles gegeben, um diesen Stürmer zu verpflichten, damit wir gleich so gut wie möglich aufgestellt sind. Donnarumma habe ich auch noch geholt, damit wir einen halbwegs vernünftigen Torhüter haben. Und dann gehen wir rein in unsere allerletzte Saison. Letzte Chance auf den Ballon d'Or-Sieg. Liga sind wir noch drinne. Da ist alles noch möglich. Und hier Liverpool. Es sieht sehr, sehr gut aus. Aber es ist natürlich Krause bei den Statistiken. Letzte Saison hätte ich echt gedacht, dass wir das vielleicht noch packen. Aber rechtes Mittelfeld ist sowieso ein bisschen schwieriger, das zu packen. Wir haben aber noch die Chance auf den Champions League-Sieg. Wir haben das Achtelfinale überstanden. Und jetzt sieht es nicht gut aus. Ich wollte mich gerade über das Elfmeterschießen hier freuen, dass wir gegen Worcester weitergekommen sind. Jetzt 3:1 geht der Traum vom Champions League-Finale hier kaputt. Ja. Er geht leider kaputt. Aber der letzte Spieltag in der Premier League ist nochmal richtig spannend. Wir haben das direkte Duell gegen Chelsea. Also Chelsea ist komplett hier außen vor. Aber City nur einen Punkt Vorsprung. Wir gucken mal, ob wir das Ding überhaupt gewinnen gegen Chelsea. Ja, wir gewinnen das Ding. Theoretisch könnten wir jetzt Meister sein. Und wir sind sogar noch Meister geworden. City hat gepatzt. Und damit holen wir uns nochmal die Premier League. Da sehen wir auch Niklas Sommer einfach neben der Trophäe. Ist auch im Team of the Competition. Bei den Top-Torjägern ist er diesmal leider nicht. Geht aber hier auf eine 97er Gesamtstärke hoch. Und damit ist er offiziell vom Rating der beste Spieler hier im Spiel. Denn auch der Krause entwickelt sich hier nicht so heftig. Der bleibt auf der 95. Wir gucken uns zum Ende nochmal alle Statistiken an. 17 Tore und 12 Vorlagen in 63 Partien. Wir haben auf jeden Fall eine wilde Karriere hinter uns. 15 ganze Saisons. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr hier mehr sehen wollt. Und ihr könnt jetzt direkt mehr sehen. Mehr Videos von mir. Schaut da einfach mal rein. Hier sind auf jeden Fall ein paar Videos verlinkt. Und sonst geht einfach auf dem Kanal. Da findet ihr dann ganz viele Videos, wo wir auch weitere Spielersimulationskarrieren und so machen. Also viel Spaß mit den anderen Videos. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zuschauen. Ciao.